Hallo, mein Name ist Diana Mühlenkamp. Ich bin Anwendungstechnikerin bei Sikkens und ich möchte euch heute mal einen Trick zeigen, wie man Ansätze bei wasserverdünnbaren Lasuren wieder entfernen kann. Ihr kennt das bestimmt, wasserverdünnbare Lasuren haben eine sehr, sehr schnelle Trocknung, was zum einen ein großer Vorteil ist, denn sie sind regensicher und wir können das Bauteil wieder schnell nutzen. Der Nachteil ist natürlich, dass ganz leicht mal Ansätze passieren können, so wie hier zu sehen. Und wie wir den wieder anlösen können und kaschieren können, das zeige ich euch jetzt in dem Video. Wir haben hier eine Profilholzverbrettung vorbereitet. Die werde ich jetzt beschichten mit unserer Dünnschichtlasur BLX Pro, unserer wasserverdünnbaren Lasur. Ich werde jetzt gleich durch einen Anruf unterbrochen und kann die Arbeit in dem Moment nicht mehr weiterführen. Nach 7 Minuten bin ich dann wieder an der Fläche. Und wie man hier auch wunderbar sehen kann, hat sich ein Ansatz gebildet. Ich nehme nochmal gut Farbe auf mit dem Pinsel, reibe damit über diesen Ansatz und dadurch kann ich diese Beschichtung anlösen und wieder kaschieren. Der letzte Gang ist dann nochmal das Verschlichten über die gesamte Fläche. Und das ist auch schon der ganze Trick, wie ihr gesehen habt, mit ein bisschen mehr Farbe auf dem Pinsel nochmal den Ansatz angelöst. Der Ansatz ist wieder reversibel und ich kann die gesamte Fläche dann nochmal verschlichten und habe quasi den Ansatz unsichtbar gemacht.